Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Wir waren zuletzt, also wir sind aus dem Vault entkommen, wir haben die erste Siedler getroffen, die uns nett gesinnt waren, der die Minutemen neu aufbauen will irgendwie. Wir haben die ersten Händler getroffen mit Siedlern, die skeptisch waren, für die wir jetzt gerade eine Raider-Basis ausgehoben haben. Und heute ist der Plan, wir machen uns auf den Rückweg, werden dabei ein bisschen was erkunden und mal schauen, wohin uns das Spiel weiter verschlägt. Ich bin an den Punkt angekommen, dass ich sage, ich würde, glaube ich, ganz gerne eigentlich eine bessere Waffe haben. Das würde aber bedeuten, wir müssten wahrscheinlich, das Einfachste wäre, an eine bessere Waffe zu kommen, über die Crafting-Option der Waffen. Da bräuchte man aber mehr Shit und wir sind, glaube ich, voll beladen mit Shit, der nicht Crafting ist. Also wir brauchen diese Crafting-Shit-Sachen, die haben wir nicht. Gut, wir hatten zuletzt das Problem mit dem Mini-Atombomben-Launcher-Man. Den haben wir platt gemacht und eingesackt und jetzt gehen wir nach, wir sind das Norden, zurück und geben die Quest ab. So, Sono ist da, den habe ich gerade im Chat schon begrüßt. Ja, ansonsten machen wir heute einen gemütlichen. Es ist Samstagmorgen. Oh. So viel zum Gemütlichen. Wir gehen weiter. Ich will gar nicht mit allem kämpfen, was ich hier finde. Oh. Ich fürchte, ich muss mit allem kämpfen, was ich hier finde. Der hält ganz schön viel aus. Meine Fresse hält er viel aus. Das gefällt mir nicht. Ich wollte mit euch gar nicht kämpfen. Ich wollte eigentlich nur hier weiterlaufen. Chillt mal. Bäh. Ich mache echt wenig Damage inzwischen. Ich darf nicht Alt drücken, auch wenn Alt die Luft anhalten ist. Ich muss die, warte mal, kann ich die Luft anhalten oder auf was anderes setzen? Bei Alt ist ja auch Granate werfen, das ging nicht, ne? Glaube ich. Weil ich glaube, der Melee-Angriff ist anhalten. Automatisch. Und das die Mod. Ja, okay. Kurz drücken ist Granate werfen. Gut, haben wir das festgehalten. Das noch? Nicht wirklich. Jetzt haben wir den. So. Was geht hier ab? Was bist du für eine Base? Achso, und wir hatten Waffen auf Dingens Sachen gelegt. Flamingos. Hallo! Mystic Pines. Oh, können wir uns auch mal angucken. Oder? Wobei, wir können eigentlich auch erkunden, wenn wir jetzt auf dem Weg zurück sind. Hallo. Guten Tag. Schirmlose Lampe. Geschichten eines Dorffleischverkäufers. Bingo. Bessere Preise. Nice. Take your business on the road. Bessere Preise finde ich geil. Silbertafellöffel kann man, glaube ich, noch mitnehmen. Oh, das Halstuch gibt wahrscheinlich Stoff, wa? Achso, wir hatten auch das hier. Ich mach mal die Lichter an. Okay, jetzt nicht davon aus, dass jemand. Ach, hallo, ist. Da liegt Jet rum. Und gucken. Wait, wir sind hier in einem Krankenhaus. Oder? Würde ich sagen. Anscheinend. Jengels, der Mondaffe? Anscheinend im Kinderkrankenhaus. Okay, das können wir nicht knacken. Muss aber auch eine andere Variante geben, da reinzukommen. Protect your hands. You work with them. Nice. Flaschenkürbispflanze. Jo. Achso, und das gab's ja auch noch. Ja, hier kann ich. Das kriege ich nicht auf. Zumindest nicht. Also. Ist das Geschick? Muss ich mal kurz. Ich will mal kurz gucken. Was muss ich denn machen, um mehr Dingens zu können? Revolverheld.
Wo muss ich, kann ich denn hier Sachen craften? Langfinger, das ist Wahrnehmung, okay. Nee, Taschendiebstahl ist das. Schlossknacker, da bräuchte ich mehr Wahrnehmung. Okay. Ja, mach mal, glaube ich, nicht. Wir haben charismatisch und Glück. Scheiße, Wahrnehmungssachen. Haben wir halt Pech. Können wir nicht alles knacken. Das ist mal dann im Second Playthrough. Alles knacken. Coca-Cola-Automat aktivieren. Also mache ich das nur auf und zu. Ja, schade. Schade. Bestimmt doch auch irgendeine andere Variante, das. Oh, Kronkorken. Das zu öffnen. Dass überall Kronkorken rumliegen, finde ich ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt. Das war, glaube ich, im Fallout 3 nicht so, dass überall Kronkorken in den Sachen drin waren. Fleisch und Bohnen. Salisbury Steak. Wenn ich mich zumindest richtig erinnere. Fallout 3 ging ja leider nicht zu spielen. Also ich habe inzwischen auch versucht, Fallout 3 nochmal zu starten, weil ich Bock hatte, mehr Fallout zu spielen. Und mir dachte, ich mache das aber jetzt hier als Let's Play. Zumindest auf meinem Stream. Das Schloss sieht stabil aus. Gut, hier haben wir noch einiges, was wir erkunden könnten. Ja, und dann dachte ich, ich soll es vielleicht nicht auf Stream weiterspielen. Und dann dachte ich, ja gut, kann man ja eigentlich auch Fallout 3 spielen. Habe ich ewig nicht gespielt. Das habe ich damals, wo es rauskam, bei der Bundeswehrzeit noch durchgespielt. Das war ganz, ganz witzig. Wofür steht RR? RR ist ein Raider, oder? Hier wird geklappert. Nutzt das Klemmbrett. Leuchtender Pilz, mit denen habe ich irgendwas schon gemacht. Nehme ich irgendwas. Achso, da kann ich Medizin craften. AKA Drogen. Oh, hallo? Sind Sie böse? Herr Siedler? Geht's Ihnen gut? Soll man Ihnen helfen? Mysteriöse Mensch mal getriggert, der uns hilft. Nice. Ey, wieso schießt du auf mich? Das ist eine tollwütige Ratte. Der Siedler rennt weg. Alter, wie viele kommen denn hier? Oh Gott. Wo kann man kritisch ausführen? Das Leertaste? Aua. Brauch was zum Heilen. Brauch was zum Heilen. Gegrillter Redhirsch. Let's go. Warum nicht? Hauptsache, wir heilen uns wieder hoch. Doggy Meat. Könntest du aufhören, auf mich zu schießen, Brudi? Was ist denn falsch bei dir? Dir gerade geholfen, du Vollpfosten. Meine Fresse. Küstenwachen, Plünderer-Outfit, Gurtzeug. Plünderer-Outfit bringt ja gar nichts. Ugh. 12 Schaden.
Ein anderthalb Gewicht. Gewicht haben wir genug. Warum haben wir gerade so viel Gewicht, das wir tragen können? Ja, mach mal wieder Maulwurfshappen irgendwo, ne? Können wir hier irgendwo vielleicht grillen? Das wird sich jetzt anbieten. Das würde sich jetzt anbieten. Wait, da war ein Sturmfeuerzeug drin? Warum hat denn eine Maulwurfsratte ein Sturmfeuerzeug drin? Wir haben ihn nicht mal angeschossen. Wir haben immer schön um ihn rumgeschossen. Und trotzdem war er sauer auf uns, obwohl wir ihm geholfen haben. Das muss mir mal einer erklären. Ich wollte mich jetzt mit ihm anfreunden. Ich wollte nur nett sein. Schade. Und er so, piu piu piu, Motherfucker. Da gab es einen Microchip. Stimpak, Radix. Radix. So, das war auch... Doch, das war eine Markierung. Hm. Wait. Hallo? Wow. Ja. Okay, ist er wieder die kleinen Maulwurfsratten, die nicht tollwütig sind? Kronkorken, Radix, Klebeband, verstellbarer Schraubenschlüssel. Und das hier, Schrotpatronen, Patronen, Splittergranate, Splittermine, Impro-Revolverpistole, vergoldetes Sturmfeuerzeug, Vorkriegsgeld. Gewicht 4, Wert 25, da sehe ich uns irgendwie gar nicht. Obwohl der Schaden dafür ziemlich geil ist, tatsächlich. Der Schaden ist ja insane hoch bei dem Ding. Weil Feuerrad ist nicht so geil. Hm. Ja, du trägst, ja, okay, du trägst zu viel und kannst nicht rein. Gut. Gib mal her. Wir schicken es wieder zurück. Oder wir schmeißen was anderes da rein. Mit Rohrzange ist eine Waffe. Ja, yeah, okay. Splittermine, Springmesser, großes Magazin, Impro-Gewehr. Wäre es immer eine doppelläufige Schrotflinte da reinwerfen. So, dann ist das nämlich fein. Da haben wir nämlich jede Menge von. Die doppelläufige hatte ich aber gar nicht jetzt drin, ne, als Waffe. Können die mal immer benutzen. Mal sehen, was das macht. Flughafen. Friedhof. Ne, so einen Friedhof will ich nicht. Da sehe ich uns irgendwie gar nicht. Da werden bestimmt Ghule sein oder irgendeine Scheiße. Da muss ich jetzt nicht. Dann sind da oben ist Licht. Ach, dammit. Red-Kakerlaken, ey. So eine Kacke. Nee. Nee. Gehst du weg? What the fuck? Futtert das mich einfach? Ich glaub's hackt. Ist hier irgendwas drin, was ich hier haben will? Nee, oder? Okay. Futtert mich das Viech einfach. Sind wir doch beim Friedhof irgendwie. Sollen wir den vielleicht doch entdecken zumindest. Sieht gefährlich aus. Wildwood-Friedhof. Nee, da gehen wir ein andermal hin. Da gehen wir ein andermal hin. Müssen wir uns halt merken, dass wir da noch nicht waren. Din, din, din.
Ich würde gerne da oben rein, wo es brennt. Aber ich vermute mir, da ist ein Raider drin am Ende. Wilde Karottenblume. Schnell speichern. Hallihallo Felix. Hier gibt es wahrscheinlich den Ausgang dann, den Schnellausgang, damit du nicht wieder alles durchrennen musst, wenn du dich durchgeballert hast. Oh, eine Nuka-Cola und Kronkorken. Dann speichern wir halt mal, wenn Felix das sagt. Wunderschönen guten Morgen. Na, wie weit bist du inzwischen mit Fallout? Hast du noch weiter gezockt? Wird auf jeden Fall geballert. Beim Flughafen. Wird geballert. Ups. Wer bist denn du da unten? Du bist ein Raider. Ich schieße die Knie weg. Wo sind die letzte Raider? Was bist du dort? Du bist ein Plünderer. Das ist jetzt auch nicht so viel besser als ein Raider, sind wir mal ehrlich. Wollte ich heute mal machen. Lass mich raten, ey, du bist als Gegner markiert, also kann man dich mit dem nicht anfreunden. Du bist als Gegner markiert gewesen. Wie komme ich jetzt überhaupt runter? Muss ich doch nochmal bei den Waffen die auf einen Favoriten-Slot legen. Wie wär's mit 2? Ha? Hier wurde ein Plünderer angezeigt, aber ich weiß nicht wo. Was ist eigentlich das da hinten? Was geht denn da ab? Beten die allgemeine, allmächtige... Moment, was ist das? Okay, irgendeine allmächtige Schrottansammlung? Ah, da! Wait. Hitten! Damit. Komme ich jetzt eigentlich hier wieder weg, wenn ich hier bin? Alles klar bei dir? Oh, ich bin unten. Hallo, Dogmeat. Hätte ich die Plünderer doch nicht anschießen müssen? Okay, Dogmeat macht ihn, glaube ich, platt. Oder auch nicht. Dogmeat hat was gefunden. Ah, ja, ein Experten-Safe. Geil. Da können wir nicht viel mit anfangen. Die Koffer können wir entsperren. Geschafft. Haarklammer, Hosenträger mit Hose. Nee. Die kann da drin bleiben. Die ist uns egal. Das ist eine Teerbeere. Was ist das? Untersuchung. Ist einfach eine Waffe. Eine. Okay, ist es wohl was zum. Okay. Da war noch ein Koffer, glaube ich. Ah ja. Ich guck gleich. Das ist eine Lederrüstung. Das ist umgürtet, Gewicht 3. Das können wir noch mitnehmen. Sag's, da war noch ein Koffer. Wir sind aber leider eh ziemlich voll. Also wir können gar nicht so viel mitnehmen. Ach hier, den Koffer meinst du? Kronkorken, Militäruniform plus. Bewegung 2, Gewicht 3, Wert 10. Naja. War ein paar Kronkorken drin. So,
sollten zumindest eigentlich die ganzen Kronkorken von den Leuten mitnehmen, die wir hier umgeschossen haben. Da. Patrone, Haarklammer. Crowd-Patrone. Schweißerbrille, Lederrüstung, Raiderrüstung. Leichte Kleidung. Felix, bitte hör auf zu spoilern, please. Das ist eine Art von Spoilern, was du gerade getan hast. Ich habe nicht mehr gesagt, dass ich da hingehe. Nicht mal ansatzweise bisher. Hä? Da muss ich, okay. Das wär's. Haarklammer, Kronkorken. Jede Menge Kleinigkeiten. Was? Hallo? Verstecktes Fachmeister. Mhm. Schrotpatronen. Fusionszelle, Fusionszelle. So falsch war der Alarm nicht. Wenn der Chef einen mal wieder nie abschalten lässt. Was soll das denn heißen? Wurdest du gerade angerufen für die Arbeit? Wo war denn hier noch ein Gegner? Der muss irgendwie da oben sein oder so. Red. I. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das ist einfach nur ein Flugzeugabsturz hier, oder? Ist noch nicht ganz klar, wie der in die Lore passt. Lässiges Outfit. Gewicht 3, Wert 16. Schreibt 1000 Mal auf Signal und schickt Sprachnachrichten und Zeug. Würde ich ja erstmal die Unterhaltung muten. Aus irgendeinem Grund ist die Richtung Strahlung. Ah. Oh. Leguan am Stiel. Oh, da hups, falsche Taste. Leguan am Stiel bringt TP ohne Red. Geil. Graue Strickmütze. Graue Strickmütze stärkt unser Glück. Das hätte ich ja schon ganz gerne. Was haben wir denn jetzt oben an im Koppe? Wir haben die Sturmgasmaske an. Die auch eine ordentliche Radioaktivresistenz hat. Wait, wo ist jetzt die graue Strickmütze hin? Da. Müssen wir die wohl anziehen. Für mehr Glück. Haben wir jetzt auch 11 Glück? Ach ne, Moment, das müssen wir hier sehen, ne? In Special. Yo, wir haben auch 11 Glück. Geil. Goi, 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 goi. Weiß nicht genau, was das alles beeinflusst, aber wird schon gut sein. Unser Main Stat noch weiter zu erhöhen. Mal sagen, wir gehen weiter raus aus dem Bereich hier. Jetzt sind wir doch nicht in das da oben reingegangen. Da war das mit dem Unterschlupf. Sind wir auf dem Weg zurück langsam, würde ich sagen. Das ist eine Radiostation. Aha. Da ist ein Hund. Ein wilder Mischling. Okay. Kann ich sowas hier aufmachen? Nee. Der Regen regnet einfach auf mich runter. Hab ich einfach Pech gehabt. Na geil, da sehe ich ja gar nichts mehr hier. Hätte ich mal ein bisschen Licht anmachen müssen. Ich habe übrigens, falls jetzt irgendjemand zuschaut und sagt, huh, Fallout 4 sah bei mir gar nicht so aus bei schlechtem Wetter oder hat nicht so geklungen, ich habe das bisschen gemoddet, dass das besser aussehen soll und besser klingen soll. Diese Unwetter. Und jetzt aktuell finde ich es gerade sehr atmosphärisch. Es bockt. Okay, hier ist literally einfach nichts drin. Schade. Okay, jetzt gibt es noch Nebel. Nach dem Regen kommt einfach direkt der Nebel. 70 Abstand haben wir nur noch. Sind wir ja fast da. Ah. Tenpins Bluff, das ist das. Das haben wir schon erkundet. Okay. Müssen wir nur noch irgendwie hier hoch, glaube ich.
Alter. Rumpelpumpel. Rumpelpumpel. So, wait. Hier ist immer noch ein... Hey, das ist ein... Ich denke, das sind, die sind nicht entdeckt, aber erkennt man irgendwie unten, wenn die entdeckt sind? Sind die dann, das heißt, wenn die ausgefüllt sind, die Umrisse, sind die dann entdeckt? Schon auf dem Kompass? Hallo Leute. Ist gerade ein bisschen nebelig. Servus, Brudi. Lucas, du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Cool. Was hast denn du? Was für Sachen hast du denn? Sie mir jetzt hübsch aus. Rüstungen für die Leute vom alten Stockton. Außer ich verkaufe klugen, aber sie bleiben nicht. Achso, hier, ich will handeln. Lass mal sehen, was du so hast. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. Wir können erstmal unsere Waffen verkaufen. Wir können eine 10mm Pistole verkaufen, würde ich sagen. Das ist eine. Wir können die Rohrzange verkaufen. Schlagring. Wir werden nicht im Nahkampf gehen. Springmesser. Doppelläufige Schrotflinten können wir verkaufen. Impro-Revolvergewehr. Hier haben wir sogar noch eine besseren Varianten, glaube ich, von unserem Revolvergewehr, den wir gerade benutzen. Der hat 100, der hat 24 Schaden. Und der hat auch 24 Schaden, aber der hat einfach mehr Reichweite. Verkaufen ihm doch mal die Impro-Revolverpistole und gehen dann damit. Kurz Lasermuskete, automatisches Impro-Gewehr, das können wir ihm auch verkaufen. Das können wir ihm verkaufen. Kurzläufige 44er, 48 Schaden, er hat fast keine Munition dafür. Impro-Scharfschützengewehr, das ist glaube ich das, was wir benutzen. Mit Bajonett-Impro-Pistole. Kalibriert mit Leuchtvisier. Der war ein bisschen besser, tatsächlich, als unsere 10mm Pistole, die wir haben. Schlagring. Auch eine Impro-Pistole. Können wir den Fatman verkaufen? Weil der unfassbar schwer ist. Ich glaube, das werde ich tun. Den werde ich irgendwann anderen mal benutzen. Also der hat so viel Gewicht hier. Viel Spaß mit dem Fatman. Okay, du hast nicht mehr genug, wir müssen was von dir kaufen. Ladung, ballistische Faser, Fiberglas, Lederstahl, Stoff, Mantis-Armschutz links. Wert 13.000, alles klar. Mechanikeranzug, Metallrüstung, Harnisch. Hat halt so viel Schutz. Ja, wir haben aber, Moment, was haben wir gerade an Ausrüstung, an Kleidung? Lederkombi, Schweißer Raider-Rüstung, Lederharnisch haben wir. Wir könnten tatsächlich einen Metallharnisch nehmen, um einfach da ein bisschen mehr Widerstand zu haben. Das ist, glaube ich, aber auch schwerer. Ich glaube, das zählt zu unserem Bereich. Sonnenbrille, Wahrnehmung plus 1. Steif gekocht Lederrüstung. Gib mir mal die Metallrüstung, Harnisch. Mechanikeranzug, Metallrüstung, linker Arm. Wir haben Lederrüstung, rechter Arm. Wäre ganz gut. Was? Lederrüstung, das ist der rechte Arm, hat kaum Schutz. Raiderrüstung, rechter Arm. Der hat ja noch weniger Schutz. Ach du Scheiße. Schmutziger, gestreifter Anzug. Ich fürchte, wir können dir nicht alles geben von dem, was wir dir gerade geben wollten. Das ist ja doof. Ich nehme mal ein paar Sachen zurück. So. So können wir. Yes. Rudi, du brauchst mal wieder neue Klamotten. Oder besser gesagt, du musst mal wieder gucken, dass du deine Sachen zusammenfindest. So, Metallrüstung. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass wir hier eine kalibrierte 10mm Pistole haben. Die sollten wir dann, wenn wir die haben, ist einfach minimal besser. Deswegen Favoriten auf der 4.
Und wir haben auch wieder einiges an 10mm Munition und die hat 18 Schaden. Das wäre so ein... Die hat aber 24 Schaden und wir haben ähnlich viel Munition. Huch. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Ja, 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 mach mal nicht so. Guten Morgen. Ich muss mal kurz jemanden wecken. Tut mir leid, dass ich jetzt mitten in der Nacht wiederkomme, aber ich habe eure Raider erlegt. Seid ihr mir dankbar? Hast du die Raider gefunden? Jo. Ihr werdet mit Minutemen beitreten, anderen helft, wenn sie Hilfe nötig haben. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Ja, ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Ich habe mich um sie gekümmert. Ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Nice. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Nice. Okay, ich kann auf euch zählen, wenn ich Hilfe brauche. Ihr seid also bei den Minutemen jetzt. Okay. Das heißt, ich bin jetzt in meinem... Gibt es eine Kurztaste für Questlog? Irgendwie L oder so? Nee. Na gut. Sprich mit Preston Garvey. Okay, wir reden mal mit Preston Garvey. Let's go. Hey, Moment mal, da war doch nicht noch eine... Bevor wir jetzt hier weitergehen. War hier nicht noch eine Waffenwerkbank? Kann ich hier dran... Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Ah nee, hier kann ich... Hier kann ich das craften generell. Dann könnte ich eure Siedlung vergrößern. Schutz, Leute 2, Essen, Wasser, Energie. Was denn Spezial? Fogfilter Ceiling, ach so. Ihr bräuchtet also Schutz. Wachposten. Benötigt, produziert 2 Schutz. Moment, wie kann ich das drehen? Mit links und rechts, ne? Was können wir hier noch bauen? Ein Wachturm. Komm, bauen wir hier mal einen Wachturm hin, wa? Würde ich sagen, so. So an den Rand. Ist deine Verteidigung niedrig, steckt die Chance, dass du eine Siedlung angegriffen wird. Du solltest versuchen, deine Verteidigung wert immer mindestens so hoch zu halten wie Summe Nahrung und Wasserproduktion. Summe aus Nahrung und Wasserproduktion, das heißt hier 11? Yo, what? Das ist jetzt nicht so wenig. Sind wir mal ehrlich. Ach, Moment mal, jetzt brauche ich das Baumenü sogar noch, weil ich ja hier zuordnen muss. Ich darf ja aber nicht zuordnen. Wen darf ich denn hier zuordnen? Dich darf ich zuordnen. Zugewiesen, Essen. Ich weise dich mal Wachposten zu. Zugewiesen, Schutz. Gibt es jetzt zumindest 2 Schutz, nee, 4 Schutz jetzt angeblich, okay. Halt, ich will wieder raus. Ein einfaches Leben ist das nicht. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Gib mir mal her, da kann ich dich ausrüsten. Lol, du hast eine Haarklammer dabei, gib mal her. Und Karotten hat er auch. Und Kronkorken. Lol. Warum darf ich die Leute eigentlich einfach alle ausnehmen? Also ich bin... Ich habe das Gefühl, ich werde hier irgendwie so ein bisschen als Heilsbringer behandelt, aber eigentlich bin ich doch gar kein Heilsbringer. Der hat eine doppelläufige. Können wir ihm was Besseres geben? Wir könnten ihm zum Beispiel die 44er geben. Wobei, ist die besser? Halt Reichweite besser. Der Schaden ist schon insane. Oder eine Lasermuskete. Hat auch einen guten Schaden. Und hat ein bisschen mehr Allround-Optionen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir geben dir das. Ups.
So, und dann braucht man entsprechend auch die Muni dazu, die braucht Zellen. Diverses Schrott, Munition. Fusionszellen, die hier brauchst. Komm, wir geben die mal 10. Wie nehme ich, wie, dass ich da T ausrüsten? So, Red Hirschleder Outfit. Flanellhemd und Jeans. Schadenresistenz 1, Gewicht 2. Das hat auch Schadensresistenz 1. Okay, du brauchst wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Kleidung. Guck mal, wie wär's mit einem Milizsuit? Wenn du hübscher aussiehst. Sauberes Kleid, Schweißerbrille. Geil. Umgürteter Harnisch. Lederrüstung, rechtes Bein. Guck mal, der ist... Die sind schon besser als das, was du hast. So direkt. Das ist leider alles für den Kopf. Aber du hast jetzt schon mal ein bisschen mehr Klamotte an. Und eine bessere Allround-Waffe, würde ich sagen. Guck mal, wir sind doch nett. Wir geben den Leuten sogar was. Können wir dich auch noch ausrüsten, für den Fall, dass sie angegriffen werden? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Komm mal hoch, Madame. Komm mal hoch, du kriegst eine ähnliche Waffe. Ich würde ihn eh nicht spielen. Klar. Impro-Pistole. 38er. Klingenkorn. Kronenkorken, gib mal her. Plünderer-Outfit, Unterhemd und Jeans. Oh. Das erhöht Glück. Ha. Gib mir mal das. So, Waffen. Du kriegst hier jetzt, wo war's? Lasermuskete. Die Impro. Gut, gib mal das her, das braucht ihr eh nicht mehr. So, du kriegst auch einen Milizhut. Kriegst auch eine Schweißbrille. Bei dem Rest kann ich leider nicht so viel helfen. Oder du. Nee, du kannst. Du kriegst eine Sturmgasmaske. Dann gib mir einen Milizhut und Schweißbrille zurück. Du brauchst noch. Bam. Muni. Wir könnten aber dir auch noch einen Molotow-Cocktail geben. So. Und dann brauchen wir noch Munition, die Fusionszellen. Du kriegst auch nochmal 10 davon. Hey! Das Spiel verarscht mich manchmal. Annehmen. So. Guck mal, siehst du gleich direkt gefährlicher aus, dass man hier nicht angreifen will. So, und der macht sogar hier Outlook und so. Nice. Okay. Ups, falsche Taste. Wollte die Lampe ausmachen. Also es gibt einen Grund, warum ich glaube ich froh bin, dass mein Chef keinen direkten Draht zu mir hat am Wochenende. Das habe ich immer ganz gut vermieden, dass die mir auf den Sack gehen, während ich zu Hause bin. Hey, da ist noch eine Munitionskiste. Geil. Karte aktualisiert. Mitarbeiter gesucht, noch heute bewerben. Kann ich dir mit dir reden? Okay, du bist einfach am... Okay, schräg. Da haben wir jetzt einen Map-Eintrag gekriegt. Sehr spannend. Einfach so ein Bot, der uns vorbeigelaufen ist mit... So, wir sollen zu den Labs gehen. Wait, ist das da hinten? Ach, das ist Concord, ne? Museum der Freiheit. Das ist da, wo wir schon waren. Wir wollen jetzt aber dahin zurück eigentlich, aber das ist ja trotzdem nicht ganz die falsche Richtung. Ich wollte hier noch zu der Mine, die hier markiert ist. Wenn wir auf dem Weg sind. Dickicht-Ausgrabungen. Okay. Hallo? Okay, das ist einfach eine Steinmine. Klassische. Schlammbohne. Dogmeat. Hallo.
Und zu Hause? Das ist auf jeden Fall was zum Looten. Kronkorken, Kleber und Skalpell, Zahnpasta. Es quietscht. Was ist denn hier mit der Textur passiert? Irgendwas ist hier nicht richtig geladen, oder? Wenn ich mir so Dogmeat angucke. Hat das Spiel hier gerade einen Schluck auf? Tabu-Tattoos. Ja. Neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Geil! Keine Ahnung, was ich damit mache. Ich wüsste nicht mal, wo ich mir Gesichtstätowierung machen lassen kann. Ich speichere mal kurz und lade mal neu. Wir werden der. F9. Mal sehen, ob das dann besser aussieht. Nope. Also okay, hier lädt es irgendwie Dinge nicht bei mir. Hat vielleicht die Mod doch was kaputt gemacht. Oder es ist einfach ein Bug, der nie gefixt wurde. Das ist die Alternative. Aluminiumdosen. Oh, hallo? Mister? Hallo? Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Guten Tag. Hey. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Was brauchst du denn für Hilfe? Hilfe? Bei was genau? Ich versuche die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Okay. Nein. Was hast du hier denn wirklich vor? Vielleicht habe ich Freunde, die Höhlen erforschen. Vielleicht brauche ich ein Loch, um Leute wie dich reinzuwerfen. Also, hilfst du mir jetzt? Oh. Ich könnte vielleicht helfen. Für ein paar extra Kronkorken? Ich wollte dir sowieso was geben. 75 nice. Kronkorken für deinen Aufwand? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ein paar weitere Kronkorken könnten mich überzeugen. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ein paar weitere Kronkorken könnten mich überzeugen. Du machst es mir nicht leicht. Nice. Okay, dann 100 Kronkorken. Die Pumpe soll repariert werden, ein paar... Okay, Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Oh no. Ist das radioaktives Wasser? Ich frage lieber, bevor ich da reingehe. Oh, steht denn hier rum? Klebeband, Jet. Ah, alles klar. Jet nehmen wir immer mit. Hallo. Okay, so kann ich runterfahren anscheinend. Habe ich so das Gefühl. Wie tief geht denn das runter? What the fuck? Alles klar. No. Okay, noch weiter nach links. Nicht so weit nach links oder noch? Nee, noch weiter, oder? Ganz nach links? Nee, irgendwo. Ach, dammit. Meine Fresse. Irgendwo sind da. Aha. First try. Ja. Patrone, Klebeband, Kronkorken, Schere. So, ich komme hier rüber. Da ist eine Blase, da ist eine Blase. Ich muss drei machen. Wo ist das dritte? Ich habe ein bisschen Angst, dass das radioaktive Shit ist. Dann müssen wir vielleicht doch unsere Mütze wieder aufziehen. Danke dafür, Spiel. Danke dafür. Alter. Fällt sie plötzlich in den Boden, weil es nicht richtig anzeigt, oh Mann. Ja. Das wäre die Textur, die wir eigentlich sehen sollen. Nicht die hier. Es hat eine Textur nicht ausgeblendet. Der zeigt ein zu niedriges Level of Detail einfach außenrum an. Oh Mann. Geil. Okay. Gut, müssen wir uns merken. Er hat einfach eine Textur zu viel geladen. Geil.
So, ist das jetzt radioaktiv? Jo, natürlich. Plus 5 Red. Was kriegen wir jetzt? Plus 3 Red. Haben wir noch was, was irgendwie mehr radioaktiv Widerstand hat? Metallrüstung, Harnisch hat, nee, hat keinen radioaktiv Widerstand. Lederrüstung, Lederkombi, die habt alle gar keinen radioaktiv Widerstand. Unterhemd und Jeans. Wir haben unseren Vault-Ding wegverkauft. Deswegen haben wir nur 25 radioaktiv Widerstand. Moment mal, aber es gab Hilfsmittel, nicht Red X, doch Red X, ne? Das Strahlung widerstehen 100. Plus ein Red. Das ist hier, da. Barriererohre 1 von 3. Müssen hinterher halt mal unser Red Shit wegmachen. Hallo Wuffi. Frage ist, wo sind denn die letzten? Da, in der Ecke ist noch eins. Nice. Ich glaube, ich werde dann doch mal dazu übergehen, meine Verstrahlung wegzumachen. So. Uch, lol. Hier passieren Dinge. Es wäre so viel hübscher, wenn es das ordentlich laden würde, ne? Sind wir mal ehrlich. So. Red Away war das minus 300, ne? Ich glaube, das würde ich jetzt mal nehmen. So. So, mal die Verstrahlung wieder reduzieren. Ist auch nur fast weg. Nice. Und dann brauchen wir noch was zum Heilen. Nicht schmutziges Wasser. Cooles Kranzsteak, habe ich ein bisschen übertrieben. Maulwurfsratten haben. Let's go. Hier, Brudi, ich habe dir geholfen. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück hab ich. Den Schalter an der Pumpe. Okay, drück den Schalter an der Pumpe. An welche Pumpe? Der da? Nee. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hier hinlaufe. Ah ja. Jetzt sehe ich auch wieder mehr. Lass dir die Ehre, drück den Schalter an der Pumpe. Felix, warst du hier schon? Sieht es bei dir genauso aus? Oder sieht es bei dir besser aus? Moment mal, ich habe die falsche Mission. Dammit, ich habe die falsche Mission im Visier. Wo ist denn der Schalter an der Pumpe? Kann ich hier runterhüpfen? Ja. Sehr gut. Okay, welchen Schalter an welcher Pumpe? Lu? Der hier. Das gehört? Weichpanzermeier-Lurk. Oh Gott, ist der... Aua! Lass mich in Ruhe! Oh toll, er ist tot, der NPC. Nö, jetzt kommen die beide auf mich. Ich kann nicht rennen und nachladen. Oh Gott.
Alter Schwede. Was? Medizinische Flüssig-Was-Spender? Okay. Ja, Brudi. Ist die Quest jetzt failed, weil du tot bist? Oh. Hallo, Brudi. Was, wenn ich den Fluss hier umleite? Ist jetzt okay? Entschuldigung. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. 100 Kronkorken. Das war's? Das war's? Ach, Arschkeks. Aber ich dachte jetzt, wird hier abgepumpt, aber es wird nicht abgepumpt bisher. Ich dachte, jetzt kommt man hier irgendwie unten rein. Hm. Na gut. Aber gut, dass der unverwundbar ist, der Brudi. Brudi-Wudi. Aber wir haben ein Level-Up. Level-Up! Tee. Tada! Komm, wir nehmen mal hier unten was von den Glückssachen. Jeder Treffer in Bats hat eine Chance, eine kritische Leiste zu füllen. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich die kritische Leiste benutze. Muss ich mal nachgucken. Wie du mir Fernkampfkritte gegen können manchmal zurückgeworfen werden, dass das Gegner sofort getötet wird. Je näher du dem Tod bist, desto größer die Chance. Da würde ich uns schon sehen. Kritische Sprache. Als Geduldschlafattack kannst du dir einen kritischen Treffer aufsparen, um ihn zu Zeiten der Not im Bats einzusetzen. Ich glaube, das hört sich eigentlich auch ganz geil an. Mega kritische Treffer. Training für besser kritische Treffer so um 50% mehr zu diesen Schaden. Ich glaube, ich würde erstmal mehr Crits machen wollen. Würdest du einen Gegner im Wets bestellen, dass deine Aktionspunkte vollständig wiederhergestellt werden? Da können wir halt mehr im Wets machen. Kriegen bis zu 35% und Crit am Ende noch. Höhere Chance, den Balken für kritische Treffer zu füllen. Wenn ein Gegner durch einen zugeworfenen Angriff getötet, besteht die Chance, dass sich dein Balken für kritische Angriffe füllt. Okay, das geht voll auf kritische Angriffe, deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen den kritischen Sparer. Dann können wir uns nämlich die kritischen Treffer zurechtlegen, wie wir sie brauchen. So. Hä? Hatten wir nicht vorhin auf die 2 was gelegt? Haben wir das verkauft? Habe ich das verpeilt? Ah, wir haben die 2 verkauft. Wir müssen das wieder hinlegen. Huch. So. So, das ist die Stadt, aus der wir geflohen sind. Da kann man wahrscheinlich immer noch einiges mehr looten. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen am Rand hier durchgucken, ob wir noch was finden. Hatte ich nicht. Ups. Hatte ich nicht bei den Waffen noch eine kurz hier die doppelläufige Schrotflinte irgendwie oder sowas irgendwo hingelegt? Nee, ne? Machen wir da einen. Was ist denn da? Ach, Stimpak. Liegt auf der 0. So. Falls uns jetzt irgendwas über den Weg läuft. Okay, das Haus kann man immer gar nicht betreten. Geil. Das auch nicht. Das kann man betreten. Servus. Wait. Wieso ist hier ein zerlegter Raider? Eine Gemkiste. Wer hat ihn denn Raider erschossen? Improvisiert Scharfschützengewehr. Okay. Das waren doch nicht wir, oder? Haben wir den einfach mal irgendwann im Vorbeigehen erlegt und sind weitergerannt? Oder sterben Raider einfach so? Kronkorkenvorrat, nice. Das verstehe ich noch nicht. Wir laufen mal weiter in die Richtung, die wir eigentlich wollen. Da ist noch ein Haus, wo wir rein können. Da ist eine Ruine. In der waren wir, glaube ich, drin und haben gefightet.
Ofenhandschuh. Wup, wup. Hat jemand einen Mülleimer geworfen? Ah, oh, ja, komm mal rein. Ich dachte, kann man einfach durchlaufen, so in Open World mäßig und sowas. Okay, jetzt sind wir im Haus. Ich glaube, hier waren wir schon drin. Ja, hier waren wir drin. Hier waren wir schon reingelaufen. Okay. Und dann? Das Ding war, hatten doch, da hatte ich irgendeine Notiz gefunden, dass es einen Untergrund gibt. Bei dem Teil. Da muss ich mir nochmal angucken, wie das war. Mach mal nicht. Ich habe vor allem schon mal gekillt irgendwann. Oder zumindest haben wir hier schon mal irgendwann was gekillt, besser gesagt. Wie kommen wir aber hier in den Untergrund rein? Also hier habe ich gefunden, dass es einen Untergrund gibt. Laborstation. Leere Milchflasche. Frage ist, wo ist der Eingang da? Oh! Haha! Okay. Schrotflinte ist. Hirnpilz. Nehmen wir mal ein paar mit, dann weiß ich nie, wofür man die brauchen kann. Was soll denn das jetzt? So war nicht der Deal. Okay, die haben ja einen Haufen Shit einfach unten reingeballert oder was? Hirnpilz, 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 jede Menge Hirnpilz. Dem haben wir den Kopf weggeschossen. Dem Viecht. Klingenkorn. Kronkork, Patrone, Molotow. Repetiergewehr Terpentin. Terpentin ist, glaube ich, was man nicht so häufig findet. Ich weiß noch nicht genau, wofür man das braucht. Schlosserhammer, alles klar, gib her. Radiation. Ach, erg. Fusionskern. Mülljäger-Auszeichen. Mr. Benson, im Namen des Generalbüros Boston möchte ich Ihnen in Ihrem Team für die Auszeichen Mülljäger 2016, die in dem Geschäft den höchsten jährlichen Abfallvermeidung verliehen wird. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmenimage. Wir begrüßen innovative Ansätze in der Hinsicht. Mit freundlichen Grüßen, Gerard Phillips. Vizepräsident Region Boston. Okay. Die haben einfach den Müll unten drunter gekippt und haben deswegen eine Auszeichnung bekommen. Geil. Das hört sich ja... hört sich relativ realistisch an, sind wir mal ehrlich. Eine leuchtende Maulwurfsratte. Ah ja. Nukleares Material. Ey! Ach, Dog Meat. Ich weiß, du willst immer mitspielen, aber... okay, das ist einfach... Crafting. Kronkorken, Simultaschen und Schere nehmen. Alles mit. Alles mitnehmen. Ich weiß nicht genau, was ich mit dem Hirnpilz mache. Und das ist ein Einsteiger-Safe zum Entsperren. Sehr schön. Armee-Munitionstasche, ballistische Faser, okay. Ballistische Faser ist, glaube ich, selten. Molotov-Cocktail-Splittermine, überfälliges Buch. Was mache ich mit überfälligen Büchern? Ich habe es noch nicht verstanden. Ich kann aus denen kein Material machen? Ich... muss ich die irgendwie bei einer Bibliothek abgeben oder so? Ich glaube, ich habe schon mal eins weggeschmissen davon. Hm. Tja. Wird vom... oh, gut, Schwein gehabt. Jetzt hat er irgendwie einen Nahkampfangriff gemacht, ohne eine Granate zu werfen, weil ich im Schleichen war.
Ab ins Commonwealth. Und ich wechsle mal auf einen niederen Sitz. Huch. So, gemütlicher. Noch ein bisschen Maus und Tastatur korrigieren. Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt hier den Untergrund auch gelootet. Können aber hier noch eine Runde grillen. Eichhörnchen am Stiel zum Beispiel. Anfertigen. Red-Kakerlake. Meierlurkfleisch. Maulwurfshappen. Let's go. Die haben wir, glaube ich, jede Menge. Okay. Getränke. Aufbereitetes Wasser. Da können wir wieder aufbereitetes Wasser herstellen. Auch gut. Suppe. Aufbereitetes Wasser. Schlingerinnereien. Schlingerbrei. Red-Hirscheintopf. Alles klar. Wären vielleicht sogar besser gewesen. Hammer gegrillt. Dann gab es hier auch noch. Ne, das ist die Rüstungswerkbank, ne? Das will ich, glaube ich, jetzt gerade nicht. Außer bei Metallharnisch, da könnte ich was machen. Nee. Hier gab es jede Menge Shit. Also hier gab es jede Menge Werkbänke schon. Ich suche eigentlich die Waffenwerkbank. Die gab es doch hier auch, oder? Hier drin, genau. Genau, genau. Nee, das war die falsche. Gab es hier keine Waffenwerkbank? Doch, da. Haha. Die habe ich gesucht. Und zwar das kurze Impro-Gewehr. Kann ich da irgendwas dran machen? Nee, da fehlen mir immer Schrauben. Schrauben und Aluminium. Damit ich da irgendwas machen kann. Schraube, 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 Schraube. Wo kriege ich denn Schrauben her? Darauf muss ich mal achten. Wo kriege ich Schrauben her, um da was zu verbessern? Präzision, Rückstoßdämpferkolben. Kork und Schraube wieder. Tja. Das ist natürlich doof. Wenn einem die Schrauben fehlen. Hab nicht genug lockere Schrauben, dass ich da irgendwie was bauen könnte. Bin ich eigentlich noch hell genug? Bin überraschenderweise noch hell genug und ich sehe aber gerade, dass ich irgendwie nicht so richtig zentralisiert bin, oder? Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Machen wir einfach mal irgendwie so. So. Ich glaube, so ist gut. Wilde Mutabeere. Immer eine wilde Mutabeere. Bringt uns das was? Achso, durchs Wasser wollten wir eigentlich nicht wegen Verätzung. Vor Radiation. Ja, weil Wasser sogar relativ viel Radiation führt. Ugh. Ist ja widerlich. So. Hallo? Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Cool. Warum steht der da in der Ecke? Moment, hierhin habe ich alles gepflanzt. War das V gedrückt halten? Yes. Möbel, Dekoration, Energieschutz, Ressourcen, Läden, Herstellung, Käfige, Raider. Ist das Ressourcen? Ja, ne? Essen. So, in Flaschenkürbis. Haben wir jetzt genug? Eine Karotte. Und die passt ja noch wieder rein. Klingenkorn produziert auch Essen. Mais können wir auch pflanzen. Guck mal, ihr habt dann voll die Abwechslung hier.
Haben wir noch eine Melone? Habt ihr eigentlich genug? Haben wir noch was anderes? Tato. Tato können wir ein bisschen pflanzen. So, kann ich dich... Huch. Du bist, glaube ich, zugewiesen. Wir brauchen, glaube ich, noch eine Person, die Essen macht. Da hatte ich doch vorhin das letzte Mal diese Wahrsagerin. Wo ist denn die jetzt hingerannt? Wahrsagerin? Hallo? Da ist noch jemand. Huch, Shift ist nicht mehr rennen, wenn man in dem Menü ist. Mister, wo sind Sie nicht zugewiesen? Guck mal her. Du machst jetzt Essen, wenn du hier schon mit rumgurkst. Sonst haben wir nicht so viel zu tun. Wir müssen auch irgendwie noch Schutz aufbauen, tatsächlich, in dem Ding. So, dann machst du jetzt da... Ist er jetzt zugewiesen? Okay, das ist jetzt zugewiesen. Moin, muss ich jetzt wirklich jede einzelne Pflanze zuweisen? Das ist doch... Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, du bist Essensproduktion zugewiesen. Kannst du automatisch die nicht zugewiesenen Dinger nehmen? Essen haben wir jetzt 10, by the way. Benötigt, 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 zugewiesen, benötigt. Nee, sind jetzt, glaube ich, genug Menschen zugewiesen, so wie das hier steht. So wie das, wo ich das verstehe, deswegen ist Essen auch auf 10. Nein. So, dann machen wir doch mal Schutz hier. Geschütztürme. Produziert 5. Benötigt das irgendwas? Schutz, Geschütztürme. Wir brauchen einfach mal einen Geschützturm hier irgendwo hin. Wie wär's mit hier? Nötig, Rang 1, Waffenwerkbank. Jetzt haben wir da Schutz 5. Warum darf ich hier eigentlich Geschütztürme bauen und der anderen Siedlung nicht? Hängt das an der Menge der Leute? So, und eigentlich brauchen wir noch einen, wenn er sagt, ungefähr die Summe von allem. Setzen wir den hier so hin. So, dann haben die hier 15 Schutzbetten, 6 Moral, Größe. Haben die jetzt hier genug zu essen? Immerhin regnet es nicht. Wir hatten doch hier eine Aufgabe. Sprich mit Sturge. Ja, Sanctuary. Die Minutemen könnten jemanden wie dich gebrauchen. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch okay. Nicht so nützlich. Aber wenn cool. Sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich glaube, ich habe dir nie erzählt, was mit den Minutemen passiert ist. Wieso ich einer der Letzten bin. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt, nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Okay. Ich erinnere mich dunkel an Fallout 3, aber ich lasse mir jetzt nochmal erklären, was hier passiert ist. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Okay. Moment, das war das Quincy-Massaker, haben wir doch gerade beantwortet gekriegt, oder? Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, wir waren die Einzigen. Nur ein paar von uns. Wir haben nie... Okay, das erklärt einfach nochmal.
Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Klingt, als wäre es an der Zeit, dass die Mimmel endgültig verschwinden. Ich bin mal netter, du. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deswegen habe ich euch gerade automatisch Schütztürme hingebaut. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Okay, warum... Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammen... Bist eigentlich so charismatisch wie ich? Ziel zu erreichen. Kann ich verstehen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil. Und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Ah, okay. Kannst du mir erklären, worum es bei den Minutemen geht? Das hört sich gut an. Kannst du mir erklären, worum es bei den Minutemen geht? Wir sind Bürgersoldaten. Leute aus dem Commonwealth, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu schützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Und es ist eine gute Idee. Die Minutemen sind den Bach runtergegangen, weil unsere Anführer vergessen haben, wofür wir stehen sollten. Ich glaube, du kannst die Minutemen wiederbeleben und das ganze Commonwealth einen. Okay. Wir können ja einfach die Minutemen-Story abbrechen. Aber ich nehme es mal mit. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Achievement. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ist das jetzt der Moment, wo ich dann permanent angerufen werde? Von wegen hier in der Siedlung braucht Hilfe? Wenn ich General bin, wo ist meine Armee? Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Ich hab die 1 gedrückt, schon die 2. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben. Und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Zieht ihr um? Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Wait. Habe ich jetzt hier alles sinnlos aufgebaut? Und nö. Hallo, Sturge. Ich habe Essen besorgt. Hallo? Hey, Sturges. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Hab ich schon. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Versuche sie mit Sanctuary mit Lebensmitteln. Abgeschlossen spricht mit Sturge, baue Verteidigung von Sanctuary. Hab ich schon abgeschlossen. Ich denke, ich habe schon genug getan. Ich dachte, du wolltest helfen. Was? Hey, Sturges. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber... Ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Was jetzt? Tja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Schließe Sanctuary ab. Buhu! Okay, haben wir Sanctuary auch aufgebaut. Gab direkt 2 Achievements dafür. Wenn ich jetzt Wasserpumpe mache, was habe ich davon? Ich kann die benutzen, aber... Wow. Kann ich aber auch irgendwie Wasser wirklich... Also aufbereitetes Wasser oder so kriege ich dadurch nicht, ne? Ich habe doch hier meinen ganzen Schrott reingetan. Habe ich hier irgendwo... Hier, Schraube. Ist schon mal gut. Da haben wir einmal Schraube drin. Warum habe ich hier aufbereitetes Wasser drin? Können wir mal her. Leder, Plastik, Feder, Glasfaser, Glas, Gold, Gummi, Holz, Keramik, Kupfer, Kristall. Warum sind hier Kronkorken drin?
Warum ist hier Mais drin? Das ist doch nicht von mir da reingepackt worden. Ah ja, die Minigun, die habe ich da reingetan. Polunder und Hose. Charisma 2, Gewicht 3. Schraube für Radkappe, geil. Schaltkreis, Plastik, Silberglas, Schraube. Schrauben, Schrauben, gib mir die Schrauben. Damit wir an unseren Sachen rumbasteln können. Öl, Feder, Stahl. Nehmen wir die Sturmfeuerzeuge noch mehr, weil ich glaube, wir könnten den Stahl und so weiter brauchen. Todeskrallenklaue. Alles klar. Das können wir, glaube ich, eher verkaufen, das vergoldete Sturmfeuerzeug, als das. Na egal. Stoff, Holz, Glas, also Holz, Öl. Haben wir doch schon einiges erreicht. Wenn wir wissen, dass wir jetzt hier Schrauben haben, dann können wir hier. Ne, das ist das Falsche. Bin wieder in die falsche Werkbank gegangen. Hier, Waffenwerkbank. So, wir wollten unser Impro-Revolver-Gewehr. Wir könnten den Verschluss machen, um eine bessere Feuerrate zu kriegen. Leichter Verschluss. Geringes Gewicht verringert den Schaden. Das will ich nett. Erhöhtes Gewicht verbessert den Schaden. Das wäre eine Option. Kalibrierter Verschluss erhöht Schaden durch kritische Treffer. Gehärteter Verschluss erhöht Schaden einfach overall. Ist besser. Gehärteter Verschluss ist besser als ein. Alles klar. Gehärteter Verschluss, Schaden 30. Ja, möchte ich bitte haben. Reiche Level 10. So. Dann Lauf. Stummellauf, kurzer Lauf. Standard. Bessere Präzision aus der Hüfte. Überlegene Reichweite, Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfer, mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Verlängerter Lauf. Okay, da fehlt mir die Intelligenz. Standardkolben, Komfortgriff. Standardvisier, Leuchtvisier. Bessere Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier. Short Scope. Improved Magnification, Superior Sighted Accuracy. Erhöhte Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier. Reflexvisier. Reflexvisier hört sich sinnvoll an. Leuchtreflexvisier. Nukleares Material. Das Short Scope ist ein bisschen OP, oder? Bitte, ich muss jetzt allein sein. Combat Scope. Ich würde sagen, ich nehme das Leuchtreflexvisier. Oh no. Habe ich gerade einen Fehler gemacht, weil das jetzt red. Nee. Nee, okay, es macht nicht konstant red. Uff, ich dachte gerade kurz. Wo ist es? Hier. Mündungsbremse, kleines Bajonett. Großes Bajonett. Die anderen Sachen können wir nicht, weil wir nicht smart genug sind. Wieder Rückstoß und Mangelhaftportion aus der Hüfte. Portion aus der Hüfte finde ich eh nicht so geil. Daher würde ich das, glaube ich, mal draufballern. Okay. Und ihn nicht herstellen. Nee, nicht herstellen. Verlassen. Entschuldigung, ich wollte nicht an dem Ding bauen. Ich wollte Transfer. Schrott lagern. Das ist halt. Ist halt unser Schrott. Dadurch haben wir jetzt, glaube ich, im Inventar wieder ein bisschen Platz. Haben wir auf jeden Fall eine deutlich bessere Waffe uns zusammen gecraftet. Ich kann noch mal gucken, ob ich bei unserem. Achso, wir hätten den Schrott hier reinlagern sollen, wa? Doppelläufige Schrotflinte, Impro-Scharfschützengewehr, das. Großes Bajonett. Das irgendwas? Das Bajonett macht die Reichweite runter. Lol. Da wir das eh nicht benutzen, nehmen wir das mal runter.
Short-Scope ist da drauf. Leuchtvisier. Nachtsichtsachen. Standardmagazin. Es fehlen hier Schrauben. Okay, wir müssen wirklich den Schrott hier reinpacken. Ich glaube, wir hatten noch Schrauben. Transfer. Alles nehmen. Sammler. Sammle 1000 Herstellungsressourcen. Lol, ich habe es, glaube ich, gerade... Ich glaube stark, ich habe da gerade Sachen gebuggt, dass ich das Achievement jetzt gekriegt habe. So, wir wollten das... Wait, wo ist es? Maximale Kapazität Impro Scharfschützengewehr. Ich glaube, das hier haben wir sogar. Wait, wir haben mehrere davon. Impro Gewehr. Großes Magazin. Leuchtvisier kalibriert. Taktisch gehärtetes Revolvergewehr. Kann ich hier was machen? Kurzer Lauf, abgesägt. Okay, wir haben hier doch keine Schrauben mehr. Kann ich das nicht irgendwie filtern, eine Schraube? Ich glaube, also da wir ja keinen Schrott mehr haben, wird es, glaube ich, schon eingesetzt, was da drin ist. Und wir haben einfach keine Schrauben mehr. Vielleicht wird sogar eingesetzt, was in dem Gebiet ist. Das ist natürlich blöd. Na gut. Dann... Was haben wir? Sunshine Tidings Corporate. Säubere Sunshine Tidings Corporate. Feuerunterstützung gibt dich zum Polizeirevier in Cambridge. Gibt dich nach Diamond City. Bau Mama Murphys Stuhl in Sanctuary. Okay. Wir bauen Mama Murphys Stuhl. Huch. Schutz, Energie, Dekoration, Möbel, Betten, Stühle. Da? Ah, da fehlt mir Aluminium für. Ein Hocker. Ein Hocker ist nicht ein Stuhl. Der sieht doch geil aus. Da kannst du doch bequem drin sitzen, oder? Hier, Mama Murphy. So, da darfst du sitzen. Nur noch Mama Murphy finden. Ja, Mama Murphy. Ich freue mich schon auf den Stuhl. Das ist so nett. Wir haben dir einen Stuhl gebaut. Ich will nur ein bisschen handeln. Wir haben dir. Pass auf dich auf, Schätzchen. Ich will nur ein bisschen handeln. Wait, wir haben dir einen Stuhl gebaut? Ich bin irritiert. Aber ich glaube, du brauchst überhaupt mal eine Pistole, wa? Die Leuchten könnte ich Minigun geben. Nimm mal einen Molotow. Und... Wie wär's mit einer doppelläufigen Schrotflinte? Brauchst du Schrotmunition? Die Strickmütze ist unser. Du kriegst noch einen Milizhut. Oh. Das war nicht der Plan, den ich hatte. Wieso bist du jetzt nackt? Wait a second. Zieh doch mal was an, Mama Murphy. So, Polunde und Hose. Ist es jetzt... Mama Murphy hat jetzt was an. What the fuck? Warum ist sie plötzlich nackt? Ich wollte ihr nur ein bisschen mehr Rüstung geben. Diverses Mods, brauchst du Schrotflintenmuni. Wo ist denn das Schrotpatrone? Aber ich habe den Stuhl gebaut. Das Auge, um zu sehen, was du für diese Leute getan hast. Warum? Bau Mama Murphys Stuhl. Ich habe einen Stuhl gebaut. Muss ich einen bestimmten Stuhl bauen? Oh, wenn ich mich hinsetze, kann ich warten. Aha. Hallo? Drück V lange. Okay, Möbel. Stühle, Behälter, Regale, Tische, sonstiges. Badewanne.
Fernseher, was ist das? Noch ein Fernseher. Ottomane, Theke, Wackelpuppe. Fischständer. Was hier für ein Scheiß gibt, Alter. Toiletten. Produziert. Oh. Hantelbank produziert Happiness. Leute. Hier. Hand. Halt. Hantelbank. Und ein Seitpferd. I guess. Fernseher, Fernseher, Ottomane. Projektortheke. Ne, wir reden hier schon von Stühlen, oder? Bank, Bank, Flugzeug, 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 Hocker, 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 Stuhl, Stuhl, Ottomane, Ottomane, Sofa. Wo ist Mama Murphys Stuhl? Ich muss das gleich googeln. Ich hab voll den bequemen Stuhl gebaut und die hat sich jetzt so. Keine Ahnung, was für einen Stuhl sie haben will. Gibt's Shitload an Stühlen? Oder ist das ein Sessel und es ist schlecht übersetzt? Okay. Ich gehe jetzt mal kurz gucken. Fallout for Mama Murphys Stuhl? Mama Murphy, Hintergrund, Interaktion mit dem Spielcharakter, Interaktionsübersicht, Inventar, Hinweise, Auftritt, Fehler. Wait, du musst die Mama Murphys Stuhl hinbauen. Allgemein wichtig hier, Begleiter. Nachdem das dritte Auge aus dem Drogen wird, sie Teile der Zukunft des einzigen Überlebenden vorhersagen, nachdem du den Hauptkurs beendet hast. Hinweise, Hancock, Jolong. Bla bla. Sie wird sich nicht in ihren Sessel setzen. Okay, sie will wohl einen Sessel haben. Okay, ich weiß nicht wie. Ich. Mama Murphys Chair. Okay, das ist ein spezielles Item. Custom chair to be made for her comfort of a construction of her chair. She will thank the sole survivor. An additional dialogue will become available, including the eventual use of side exchange for chair miscraft. Mama Murphy's chair is located under special in the workshop and can only be crafted during the side quest. Okay, das ist nicht Teil von Stühlen. Sondern irgendwie spezial. Hier, spezial. Da ist Mama Murphys Chair. Oh. Ja gut, dann. Huch, nee, ich wollte es wirklich bauen. So, Mama Murphy. Kommen Sie her. Wo sind Sie denn jetzt? Fuck. Ich hoffe, es hört bald auf zu regnen. Hallo, Sir. Wo ist sie hingerannt? So ein Scheiß. Ah. Jetzt erkenne ich sie auch nicht mehr so auf die Entfernung, weil ihr da ist, sie doch, weil ich ihr Klamotten gegeben habe. Mama Murphy. Ich setze mich erstmal in meinen Stuhl. Dann können wir reden. Okay, hau rein. Dass wenn du ihr einen Hut gibst, dann ist sie plötzlich nackt. Das ist ja schon irgendwie geil. Wie viel Inventarspace haben wir jetzt? Immer noch 200. Wir könnten natürlich noch ein bisschen Mais anbauen, aber ich glaube, die brauchen hier tatsächlich gar kein Essen mehr aktuell.
Von daher ergibt es keinen Sinn, mehr Mais anzubauen, weil die dann, glaube ich, nur mehr überfallen werden könnten. Aktuell haben sie 16 Essen und Wasser und Schutz 15. Moral 44, Tendenz nach oben. Finde ich gut. So, hau dich mal an deinen Stuhl. Dass das nicht unter Stühle ist, ist schon irgendwie Quatsch. Für einen Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen, aber früher nannte man mich Murphy die Wahnsinnige. Okay. Mama Murphy. Du brauchst das dritte Auge. Es sagt mir, dass Mentats uns den richtigen Rausch für einen weiteren Blick in dein Schicksal bescheren werden. Du bist abhängig von dem Zeug, du brauchst Hilfe. Nein, du bist abhängig von dem Zeug. Du brauchst Hilfe. Nicht das schon. Welcome to the Hamlet. Hallihallo, Einbluna. Dankeschön für den Follow. Wunderschönen guten Tag. Sogar älter als du denkst. Wenn mich die Camps umbringen, dann hatte ich immerhin einen guten Lauf. Ohne das dritte Auge hätten wir es nie so weit geschafft. Wir brauchen es. Du brauchst es. Es ist ein wunderschönen guten Tag. Ich habe schon gesagt, nein, Finger. Okay, das ist quasi schwieriges Charisma. Finger weg von dem Zeug, sonst ziehe ich andere Seiten. Auch das dritte Auge ist es nicht wert, dass du deswegen umbringst, Mama Murphy. Es muss nicht definieren, wer du bist oder was du geben kannst. Gibt es denn keine Möglichkeit, das dritte Auge ohne Camps zu nutzen? Ich erzähl dir mal eine Geschichte, Kind. Es war einmal ein wunderschönes junges Mädchen mit einer besonderen Gabe. Das ist ihre Geschichte, oder was? Sie erlebte eine Menge verrückter Abenteuer. Sie traf einen feschen Jungen, aber er mochte ihre Gabe nicht. Er fürchtete, dass sie sie zu einer Sklavin des Bösen machen würde. Und so verschwand die Gabe. Und als der Junge und das Mädchen sie am dringendsten brauchten, war sie nicht mehr da. Keiner jetzt traurig. Ist der Junge weg und das Mädchen ist alt. Aber sie hat Freunde. Deswegen will sie nicht loswerden. Und nur das zählt. Weil sie schon mal jemanden verloren hat und sei ohne Vorhersage. Sie denkt, sie hätte es verhindern können, wenn sie vorhersagen hätte können. Aber ich würde trotzdem sagen, sie kann sich anders definieren darüber. Ich würde das probieren. Was ist denn das jetzt, Zodo? Was blamest du hier, First Champ Chatterinos? Hallihallo Luna übrigens. Also nochmal, ich wollte nur gerade ausreden lassen. Wie hast du hierher gefunden? Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hast einen schönen Samstagmorgen. Ich spiele zum ersten Mal Fallout 4. Willkommen bei mir. Das reimt sich. Hab nur das 7TV-Emote gesehen darum. Ja, ich habe ein paar Emotes mehr aktiviert. Das stimmt. Ich habe offstream immer mal, wenn ich in anderen Streams Emotes gesehen habe und sowas, habe ich mir ein paar Emotes reingehauen. Auch das hier zum Beispiel. Finde ich sehr geil. Huch. Ich würde immer das sagen, das vierte. Das dritte Auge ist es nicht wert, dass du dich deswegen umbringst, Mama Murphy. Es muss nicht definieren, wer du bist oder was du geben kannst. Das ist meine Entscheidung, Kind, nicht deine. Das stimmt. Und jetzt lass mich mal eine Weile damit in Ruhe, okay? Okay. Mama Murphy. Hast du Mentats für mich? Wollen wir sehen, wohin uns das dritte Auge dieses Mal... Probieren wir es halt, das ist ja ihre Entscheidung, das ist ja richtig. Let's go. So Mentats dieses Mal. Die sind toll. Mehr was für Wissenschaftler und Techniker, aber warum sollte die alte Mama Murphy kein geheimes Genie sein? Da. Hier, bitte. Ah, hervorragend. Ich spüre, wie das dritte Auge sich öffnet. Du suchst nach einem Mann. Er kann dir helfen. Aber er wird nicht der Mann sein, den du erwartest. Foreshadowing. Er ist an einem tiefen und finsteren Ort. Diamond City. Umgeben von Menschen mit grausamen Absichten. Aber es gibt ein Echo. Etwas in der Vergangenheit, das dir helfen kann. What? Wenn du den fetten Mann und die wütende Frau triffst, sag ihnen... Denkt an den Steinbruch und Lily June on the Rocks. Dann lassen sie dich und deinen Freund passieren. Fette Mann. Mach dir die wütende Frau. Keine Sorgen, Kind. Die Camps spielen gerade ein wenig verrückt. Ich werd schon wieder.
früher oder später. Okay. Gut. Ja. Aber die hat uns keine direkte Richtung vorgegeben. Die hat uns nur so ein bisschen Foreshadowing gegeben. Okay. Ja, dann. Das wäre eine Minuteman-Aufgabe. Feuerunterstützung wäre das Polizeiding. In Cambridge. Oder halt nach Diamond City gehen. Das wäre unsere Hauptaufgabe. Wo ist denn Diamond City? Ist das hier unten? Ich stehe jetzt gerade dran, was wir abgeschlossen haben. Mystic Pines, Mülldeponie, Wildwood Friedhof, Skylanes Flug. Da ist schon noch einiges zu erkunden hier, würde ich sagen. Sunshine Tidings. Achso, das war das, was wir cleanen sollten. Für die Minutemen. So groß finde ich die Map übrigens gar nicht mehr, jetzt wo wir mal fast bis zur Mitte gelaufen sind. Wobei, nach Süden geht es noch ein bisschen. Nach Süden und Nordosten geht es noch ein bisschen. Ich würde mal sagen, gehen wir mal nach Diamond City. Also ich habe den Leuten erstmal geholfen, dass hier alles stabil ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt krass reinhasseln muss, dass die noch mehr brauchen, kriegen können. Würde ich sagen, wäre das unser Ziel. Wie wollen wir denn da hingehen? Wahrscheinlich einfach mal nach Süden. Hier sind wir nämlich noch nicht lang gegangen. Wir einfach mal hier rausgehen und dann nach Süden. Da kommen wir sogar an Sunshine Tidings vielleicht in der Nähe vorbei. Aber wir können hier das Gebiet auf jeden Fall noch erkunden, hier so lang. Und dann nach Osten irgendwann nach Diamond City rein, wäre so meine Idee. Aber vorher muss ich mal speichern. Und kurz pausieren. Den Kampf ausgelegte Handkettensäge. Alles klar. Das hört sich für mich eher nach Soul Calibur an. Sind schwer gepanzert und gegen einen Großteil der verschiedenen Säuren schädenresistent. Ihre Gesichter sind allerdings immer ungeschützt. Meyerlux ins Gesicht schießen, habe ich verstanden. Ah, da ist die Handkettensäge, oder was? Wait. Hä? Das ist doch eine Waffe, wo der das, was du dir an die Schulter stütze, eine Ketten... What? Okay. Ja. Unser Ziel, auf nach Diamond City. Und wir hatten gesagt, wir gehen nach Süden. Von daher, auf nach Süden. Moment, wir sollten vielleicht noch... Wir sollten vielleicht noch kurz warten, schlafen bis Tag ist. Und dann dahin gehen. Weil hier können wir ja noch pennen. Ich hasse diese Dinger. Was? Welche Dinge hast du? Und ich wollte meine Mütze wieder anziehen. Kleidung, graue Strickmütze, weil die Glück gibt. Let's go. Wir könnten auch nochmal... Moment, bevor wir das machen, wir können auch nochmal in die Rüstungscrafting gucken, ob wir... Gibt es das hier irgendwo? Ob wir diese Metallrüstung verstärken können. Nutzte Ölkanister. Nee, dich meinte ich nicht. Gibt es hier Rüstungscrafting? Wenn nein, soll ich es bauen, glaube ich. Dann. Möbel, Dekoration, Energie, Schutz, Ressourcen, Läden, Herstellung. Öl? Was ist denn das? Kochherd, jetzt haben wir es. Kochstation. Und wieder Schrauben. Oh nein. Wir haben keine Schrauben. Wir haben auch kein Aluminium oder nicht genug. Und wir brauchen lokale Anführer 2, um das bauen zu können. Okay. Never mind. Dann pennen wir einfach noch eine Runde. Und gucken mal, ob wir irgendwo noch eine Rüstungswerkbank finden später. Schlafen. Wir haben es sehr spät. Es ist kurz vor 8. 10 Stunden, wir haben 6 früh. Machen wir doch. Hört sich gut an. Es hört sich für mich richtig an. Ist gut ausgeruht. Let's go. Auf nach Süden.
Warum ziehst du eigentlich nach unten? Was ist denn da? Auf dem Wasser? Was ist denn da auf dem Wasser? Ist das vielleicht ein Versteck? Ein verstecktes, wir plündern können. Fragt mich nicht, warum ich plötzlich französisch geworden bin. Ich bin es einfach. Alles klar. Oh, what? Wollte eigentlich das Blutfliegen-Ding platt machen. Dammit. Plus 3 Red ist immer eine gute. Plus 5 Red, es wird immer besser. Ich muss mal kurz hier raus. Radar. Ah, da ist er. Da ist, glaube ich, die Waffe besser. Hey! Okay, wir treffen die Blähfliege nicht mit der Schrotmuni. Okay, war immer noch kein guter Hit. Danke, Dogmeat. Danke, danke, danke. Sehr nett von dir. Ich sehe ihn nicht mehr durch den Nebel. Ach, dammit. Ich sehe ihn durch den Nebel nicht mehr. Wir wollten aber tendenziell nach Süden. Wir haben natürlich jetzt unseren ganzen Schrott wieder weggelassen, ne? Das ist nicht so smart. Dann können wir gar nicht so viel craften. Ranger-Hütte. Hallo. Jetzt haben wir getroffen. Aua. Ich will nicht gerettet werden. Hört auf mit dem Scheiß, ihr blöde Blähfliegen. Meine Fresse. Das ist ja echt unangenehm. Holoband der Ausweisung. Okay, wir haben ein Holoband gefunden. Okay, 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 okay. Holoband der Ausreißerin. 22. Oktober 2077. Ich habe es Ihnen endlich gesagt. Und es war schlimm. Richtig schlimm. Nett. Papa hat rumgeschrien und meinte, ich solle mich schämen. Er meinte auch, dass ich ausziehen müsse. Wait, war es schon zu Ende? 22. Oktober 2077. Ich habe es Ihnen endlich gesagt. Und es war schlimm. Richtig schlimm. Papa hat rumgeschrien und meinte, ich solle mich schämen. Er meinte auch, dass ich ausziehen müsse. Mama hat nur geweint. Und irgendwie tat das mehr weh als alles andere. Okay. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Nicht mal, als ich meine Sachen gepackt habe. Ich kann nicht zu John. Er weiß es ja noch nicht mal. Vielleicht wird er es nie erfahren. Wenn es die Hütte nicht gäbe, hätte ich jetzt keinen Platz zum Schlafen. Ich brauche einfach etwas Zeit zum Nachdenken. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch ein kleines Mädchen und habe Clubhaus in der alten Hütte gespielt. Jetzt habe ich wirklich Angst. Wird es irgendwann wieder besser sein? Verdecktür kann man nur als Experte öffnen. Aber das Terminal kann man als Einsteiger hacken. Lies. Treffer 1. Ring, Treffer 1. Also das I an der zweiten Stelle ist richtig. Pick. Treffer 2.
Okay. Brauchen irgendeins. Moment. Dead Feet, Lies. City. Kann nicht richtig sein, wenn wir Pick zwei Treffer hatten und das I richtig ist. Weil keinen der anderen übereinstimmt. Bits. Genauso nicht. Nice kann sein. Das wär's. Nice. Protektorsteuerung. Persönlichkeit auswählen. Feuerwehr, Erste Hilfe, Konstruktion. Okay, wird zurückgesetzt. Wenn ich ihn jetzt aktiviere? Aktivierung, Protektor zu schließen. Mehrzweckprotektor. Diese Baustelle hat null Tage ohne Unfallgefahr. Okay, wenn ich ihn. Ich habe ihn auf Konstruktion gestellt, was habe ich davon? Oh, wir sind Laborstation. Ey! Okay, ich glaube, das ist die falsche Variante. Persönlichkeitsmodus wählen, U-Bahn begleiten, Rechtsvollzug, Feuerwehr, Erste Hilfe, Konstruktion, Standard. Ich schütze und diene. Okay. Was ist U-Bahn-Begleitung? Okay, den kann man nicht öffnen. Oh, hallo! Mach du mal den Ghoul weg, bitte. Okay, du machst den Ghoul halt gar nicht. Ghoul-Protektor, danke. Guter Protektor. Dabei zieht ein Sturm auf. Ich würde mal reingehen. Komme ich hier hoch? Dass sie immer einen redden müssen, ist ein bisschen anstrengend, wenn sie einen hitten. Also so viel zu Diene und Schütze und Shit, ne? Also der macht ja gar nichts. Der Protektor. Stange Zigaretten. Aluminium brauchte ich auch irgendwie wieder, also müssen wir doch wieder Dosen mitnehmen. Kaffeetassen. Warum ist hier eigentlich Musik an? Wie lange läuft denn die schon? Wie viele Jahrhunderte? Mentas, Kleber, Terpentin, Aluminiumdose, Blechdose. So Blechdosen bringen logischerweise kein Aluminium, wa? Kronkorken, Malpinsel, Plastik-Shit haben wir genug. Was ich mal denke, was der Malpinsel auch wieder bringt. Hallo. Ölkanister, Putzmittel, Schraubschlüssel. Radio können wir aktivieren. Aluminiumdose. Eine normale Dose, wenn man eine normale Dose im Vergleich zu einer Aluminiumdose bringt. Was ist hier denn drin? Fusionszelle. Kronkorken, schicke Haarbürsten. Kronkorken. Dinnergabel. Zigarrenkiste, Zigarre, Schreibschlüssel leer. Schrotpatronen, immer die Schrotpatronen, es ist schon ein bisschen witzig. Mentats. Oh, Krokodil über Bar. Ja. Bei waffenlosen und Nahkampfangriffen versuchen verursachen Krits mehr Schaden. Eine Wicked Chippig Wohnwagenschlüssel. Das nehme ich doch gerne. Wicked Chippig Terminal. Was geht denn hier ab? Was verrätst denn du uns hier? Benutzer Blake findest angemeldet. Ladungsverzeichnis. Mass Fusion Containment wird ausgeliefert. Typ Fässer. Abfall. Wird ausgeliefert. Fertigungsanlage. Typ Kisten. Treibstoffzellen. Beschreibung Abfall.
Typ Palette, Uran Pellets. Wait. Da kam gerade links oben ein Hinweis, dass wir jetzt das quasi vermerkt haben. Nachricht überprüfen. Bitte Leute, vergesst nicht, dass Lieferungen über meinen oder Tims Tisch gehen müssen, bevor sie rausgehen können. Das ist extrem wichtig. Lieferung auf keinen Fall direkt an den Kunden, besonders nicht, bevor wir die Papiere geändert haben. Ihr müsst mich oder Tim die Ladung einmal durchgehen und unterzeichnen lassen. Die Sache ist ernst, Leute, vermasselt es nicht. Seid ihr wohl unbedingt wie dieser letzte Vollidiot enden, der die gesamte Ladung geliefert und uns damit fast den Arsch gekostet hat. Blake, der Boss. Okay, wir haben jetzt irgendwie jetzt Hinweise. Vermerkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Nehmen wir noch ein paar Aluminiumdosen mit. Einfach damit wir Aluminium haben. Okay, jetzt sieht es schon wieder besser aus. Jetzt sieht es hier schon wieder besser aus. Das noch mehr Aluminiumdosen. Klebeband. Oh, Fusionszellen 10 mm Patronen. Sehr schön, sehr schön. Benzinkanister. Was kann ich mit Benzinkanister machen? Oh, Rüstungswerkbank. Da wollte ich ja sowieso hin. Und zwar den Metallrüstharnisch ohne extra Standard. Lackiert. Verbessert Schadens- und Energieresistenz. Wenn ich es lackiere? Jo, macht's wirklich. Wird aber auch deutlich schwerer. Okay, Klebestahlstoff. Emailliert. Und bei Extras? Gummi, gepolstert, Leichtbau, Taschen. Für die Tragerkapazität. Mit Taschen kann ich mehr tragen dann. Asbest gefüttert, das hört sich immer gut an. Ballistische Phase, Leichtbau, Taschen bräuchte ich noch mehr Leder. Dann machen wir erstmal lackiert, würde ich sagen. Ja, so richtig, weiß nicht, ist sie jetzt lackiert worden? Sieht nicht so viel anders aus aus meiner Warte. Bin halt Kleber gebraucht, Quatsch, Leder gebraucht. Leder haben wir hier, glaube ich, gerade nicht. Dogmeat, wo ist der Weg? Oh, hallo. Siedler, Kronkorb, Mutterbeere, Schlosserhammer, Hirschleder-Outfit. Und ein Einsteiger-Safe. Ja, das ist doch geil. Perfekt. Geschafft. Patrone, Kronkorken, Schrotpatronen, Silberkrabbe, Fuchsgeld. Dass ich die nicht auseinandernehmen kann, finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. So, die Anbausachen von anderen Waffen kann ich nicht runterbauen und auf eine andere Waffe bauen. Ich meine, so ein Bajonett oder so. Oder ein Griff könnte man ja theoretisch umbauen in meiner Welt. So, wir haben noch einen Schlüssel gefunden, was wahrscheinlich vorne den. Oh no. Ja, da ist die Schrotkanone natürlich richtig geil. Stimpak auf beides Wasser. Frostschutzmittel. Ich glaube, beim Frostschutzmittel gab es Stuff, den es selten gibt. Kaugummi. Blechdosen, Aluminiumdosen. Kleber und silberne Schere. Wicked Unternehmen. Blake, ich will, dass du deinem Bruder jetzt gut zuhörst. Dieser ganze Deal mit Eddie stinkt zum Himmel. Ich meine, welcher Geschäftspartner droht, einen zu töten, wenn der Deal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt? Wir stecken viel zu tief in der Sache drin, aber ich sehe auch keinen Ausweg. Außer, dass wir Schluss machen und uns ganz schnell verkrümeln. Lass uns das mal persönlich bereden. Ich will nur, dass wir beide heil aus der Sache rauskommen. Holzlöffel? Holzblöcke? Ja, danke, Dogmeat. Super Aktion. Danke. Danke, danke. Danke, Dogmeat. Sehr gut. Hilfreich. So, den kann ich entsperren. Forschungsreagenzglas. Überseekoffer. Jede Menge Muni. Splitterkanne, Splittermine. Taktische Impro-Automatikpistole. Vorkriegsgeld. Ja, ich glaube, wir haben hier dann das Fette rausgeholt. Wait, aber gab es nicht noch einen? Was der? Ja, den konnte ich nicht aufmachen. Das war der, den ich aufmachen konnte, ne? Ja, das war der Truck, den ich aufmachen konnte. Ja, den hier habe ich jetzt als, ja, gut. Boah. Ich glaube, dann haben wir es. Wir wollten mal nach Süden. Ich glaube, mehr ist hier nicht.
Gut, dann ab nach Süden weiter. Was ist das jetzt hier für eine Markierung? Kenne ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Dann laufen wir mal dahin, was hier für ein Häuschen markiert ist. Würde ich mal sagen, dann wechseln wir auch mal wieder auf die bisschen weiter Distanzwaffe. Wir müssen ja eh um den See irgendwie drumherum. Wahrscheinlich brauchen wir da vorne die Brücke. Das ist ein Stausee, okay. Das ist wahrscheinlich der Eingang zum Stausee-Bumsies. Nice. Wieso ist es wieder Gewitter? Sie sind ständig am Stürmen hier. Ständig am Stürmen und Regnen. Macht einen schon ein bisschen depressiv, sind wir mal ehrlich. Gut, dass wir eine Mütze aufhaben. Hey. Das ist nicht der Eingang. Zum Dingens. Der hier markiert ist. Ist noch irgendwas anderes. Walden Pond. Okay. Walden Pond. Hallo. Wir haben die Hirschkuh. Bringt das uns Leder, wenn wir das Red Hirschkuh Red Leder Dingsbums haben? Kriegen wir dafür Leder? So Sümpfe will ich irgendwie nicht. Also die sehen echt schlimm aus. Da bin ich jetzt irgendwie dagegen, da reinzugehen. Automatisierte Tour. Winterjacke und Jeans, das wiederum sieht eigentlich ganz geil aus. Birnenflasche. Nice. Alkohol. Mach die Birne hohl. Das war sogar mal ein. Dann war sogar mal was hier. Koffer. Sehr gut, können wir knacken. Dammit! Ist das ganz links? Nee. Irgendwo da. Sehr schön. Glück um 2 Greaserjacke und Jeans. Hat aber fast keine Schadensresistenz. Das ist ein bisschen das Problem. Das müssten wir erst modifizieren, dass da ein bisschen Schadensresistenz reinkommt. Provisorische Bombe. Federnzug für Kupfer hinzugefügt. Okay. Provisorische Bombe? Oh oh. Müssen wir hier raus. Ha! So. Registerkasse. Grundkuchenfusionszug. Meister. Souvenirmeister. Alles klar. Grundkuchenvorrat. Wir haben ein paar Bomben haben wir genommen, was dazu geführt hat, dass wir zumindest nicht direkt komplett ins Gesicht gekriegt haben. 50 Kronkorken? Yo! Alles klar. Aber ich hab. Moment da. Nachricht an Tweez. Wenn du das ja liest, du bist ein Dummkopf. Ich sage es zum letzten Mal. Wir schließen diese Tür, benutzt den Eingang im Abwasserrohr. Wenn du es nochmal vergisst, kannst du draußen bleiben. Aha. Eingang im Abwasserrohr.